Willkommen aus Köln mit dem brandneuen Sony Xperia Z Ultra. Das haben wir jetzt auch endlich bekommen, nachdem es zur IFA ungefähr erschienen ist. 6,4 Zoll Full HD und es ist wirklich ein bombastisch großes Gerät. Ihr seht, das liegt hier nicht, sondern das ist das Z1. Das ist sozusagen der kleine Bruder und ich habe hier ein bisschen technische Daten hier liegen, damit ich spicken kann, während ich euch was zu dem Gerät erzähle, was natürlich auch noch wasserdicht ist. Und in drei Farben könnt ihr das Z Ultra hier kaufen. Wie ihr sehen könnt, ich habe es in lila, aber es gibt es noch in schwarz und in weiß. In weiß finde ich ganz schick, das müsste dann so ausschauen wie hier bei dem Z1. Ja, das Design. Wir haben hier die Bravia Engine 2 wieder mit dabei, das neueste Android 4.2.2. Wie gesagt, es ist wasserdicht, obwohl der Kopfhöreranschluss frei ist. Da ist eine spezielle Beschichtung entsprechend drauf. Wir haben hier ein Full HD Display und den Snapdragon 800 Prozessor, der mit 2,2 GHz und 4 Kern natürlich super schnell ist. Und was vielen jetzt auch gefallen wird, es haben sich einige beschwert darüber, dass die alten Sonys nicht so ein schönes Display hatten. Jetzt haben wir Triluminous Technologie hier drin, was natürlich auch dann entsprechend ein bisschen schönere Farben liefern sollte. Wir haben die Möglichkeit, per MicroSD den Speicher zu erweitern und ich schaue gerade, wie viel Speicher das Gerät hat, aber das steht hier auf der Verpackung gar nicht drauf. Das schauen wir uns dann später einfach mal im System an, aber ich schätze mal 32 GB. So, hier seht ihr schon mal, das ist ein Klopper, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Es hat auch 100.000 Aufrufe bekommen, das letzte Video. Schon mal danke dafür. Jetzt nochmal entsprechend, was ihr in der Verpackung finden werdet und nochmal ganz kurz, was das Gerät so kann. Wir haben hier, wie ihr sehen könnt, den An- und Ausschalter, typisch Sony hier mit den kleinen Nippel, nennt man das gerne. Volume Rocker, also hier könnt ihr Lautstärke regeln. Wie immer drunter, hier ist der MicroSD-Kartenleser, den ich hier mal aufklappen kann. Daneben findet ihr nämlich auch gleich den SIM-Kartenleser. Glaube ich zumindest. Bin mir gerade nicht sicher, weil hier kann man so ein Ding rausziehen, aber das ist, kann auch sein, dass es nur die Seriennummer ist. Da bräuchte ich jetzt ein bisschen längere Fingernägel. Genau, das ist nur die Seriennummer hier. Also da kommt nicht die SIM-Karte rein. So, das können wir wieder zuklappen. Das Schöne bei dem Gerät ist, ihr müsst auch nicht unbedingt das immer aufklappen auf der anderen Seite, wo der Micro-USB-Anschluss ist, zum Aufladen. Das wäre dann hier, denn es hat auch eine Dockingstation hier, wo ihr per Magnet, ähnlich wie beim Apple-Geräten mit dem MagSafe, das Gerät aufladen könntet. Das Kabel ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten, beziehungsweise die Dock. Die Dock müsst ihr euch dann separat extra dazu kaufen. Dafür haben wir aber auch schon ein Video für euch vorbereitet. So, hier oben, beziehungsweise das ist doch oben, genau, haben wir noch ein Mikrofon. Und dann haben wir hier an der Unterseite auch noch einen Lautsprecher und ihr könnt es auch irgendwie euch um den Arm hängen, wenn ihr so wollt. Und auf der Rückseite, wir sehen können, natürlich schön spiegelnd alles, eine Plastikoberfläche. Das Gerät ist nur 6,5 mm dünn, also extrem dünn hat Sony das hier gebaut. Schau mal, dass ich hier keinen manuellen Fokus weiterarbeite, genau. Und worüber sich viele beschwert haben, auf der Rückseite haben wir keinen Blitz, obwohl wir eine wunderschöne Kamera hier mit dabei haben mit, ich glaube, 8 Megapixeln, da muss ich jetzt nochmal kurz spicken, genau, 8 Megapixeln, die auch Full-HD-Videos aufnehmen kann, natürlich durch den schnellen Prozessor. So, dann haben wir hier, glaube ich, keine Klappen mehr, die wir aufmachen können, beziehungsweise bin ich mir gerade nicht ganz sicher, weil irgendwo die SIM-Karte noch rein müsste. Naja, also auf jeden Fall, wenn wir das Gerät kurz anmachen, oder auch nicht ganz so kurz anmachen, denn es muss jetzt mal kurz hochfahren, dann schauen wir uns ein bisschen noch an, was in der Verpackung drin ist. Dann werdet ihr sehen, das ist wirklich ein wunderschönes Display, das kann man auch gut im alltäglichen Einsatz gebrauchen. Dann haben wir hier ein Micro-USB-Kabel dabei, Kopfhörer sind jetzt hier in dieser Verpackung nicht drin, weil es ein Pressesample ist, das hat wahrscheinlich unser letzter Kollege einfach vergessen, oder er mochte sie so sehr einfach. Natürlich ein paar Papiere zum Lesen. Kommt mal vor sowas, dass dann keine Kopfhörer drin sind. In der Originalverpackung wird es dann anders ausschauen. Und dann haben wir trotzdem noch ein Ladegerät hier mit dabei, was 1500 mA ausgibt, was natürlich sehr schön ist, denn hier ist ein über 3000 mA großer Akku drin. Muss ich jetzt mal wieder spicken, falls es hier steht. Aber steht hier gar nicht. Auf jeden Fall, der Akku ist schön groß und die Laufzeit wird entsprechend auch angenehm lang sein. Das müssen wir allerdings in den nächsten Tagen dann noch testen und auch vergleichen mit anderen Produkten, wie zum Beispiel auch das LG G2. Das kann ich auch gleich mal ins Bild halten und es ist schwer, eigentlich beide ins Bild so zu halten, dass man sie auch in beider volle Größe sehen kann, denn sind beide nicht unbedingt klein. 6,4 Zoll gegen 5,2 Zoll. Ihr seht, der Unterschied ist auch eindeutig hier. Der Bildschirmrahmen, der ist doppelt so groß in der Größe. Vor allem, wenn ich das Display an habe, sieht man das ganz schön hier beim Sony. Und auch in der Dicke kann allerdings das Sony gewinnen, auch wenn das LG sich vielleicht ein bisschen besser anfühlt, dadurch, dass es so abgerundet ist hinten. Es ist trotzdem etwas dicker, hat aber auch, wie gesagt, einen riesengroßen Akku mit 3200 mA. So, ich will jetzt hier nicht die falsche Sprache haben. Nein, nicht malaysisch, das kann ich nicht lesen.
ich weiß auch nicht, wieso das Display gerade so spinnt. Ist irgendwas kaputt. Ich glaube, das Display ist geladen. Das kommt hier nur wieder mal vor. Probieren wir es nochmal. So, genau. Das ist das Problem mit so großen Plastikoberflächen, die laden sich nur wieder elektronisch. Auf jeden Fall, jetzt könnt ihr sehen, Full HD, es läuft schön schnell, natürlich mit dem Qualcomm Snapdragon 800. Kein Problem hier alles zu benutzen. Wir haben keine dedizierte Kamerataste, sehe ich gerade, beziehungsweise suche ich gerade. Deswegen hier unten einfach mal die Kamera auswählen und dann könnt ihr sehen, wirklich ein wunderschönes Display zum Filmen oder Fotoschießen. Wobei, ja, also viele beschweren sich doch über die Größe und es ist vielleicht zu Recht, wobei spielen kann man auf dem Ding auf jeden Fall wunderbar. Starte ich auch gleich mal ein Spiel, weil hier war eins vorinstalliert, Temple Run 2. Merkt ihr schon die ersten Probleme mit dem großen Handy, das fällt einem doch mal leichter aus der Hand. So, Play. Wir nehmen noch mal gleich das Samsung Galaxy S4 hier zum Vergleich her, Jump. So, auf jeden Fall, ihr seht natürlich, das schaut wunderbar aus, es reagiert auch schnell und ja, ist jetzt nicht unbedingt für den alltäglichen Einsatz, finde ich, ideal. Wobei, es passt auch in die Hosentasche und es schaut dann auch nicht mehr unbedingt raus. Was mich erstaunt hat, und sitzen kann man damit auch noch. Allerdings würde ich jetzt nicht damit unbedingt stundenlang sitzen wollen. Wie ihr sehen könnt, das Samsung Galaxy S4 auch in der Größe natürlich einiges an Unterschied. In der Dicke auch ungefähr gleich dick eigentlich. Und mit dem neuen Apple iPhone 5S verglichen. Hier seht ihr, das ist eigentlich lächerlich, weil man kann das Handy fast schon so eigentlich hinlegen. Was das Display vor allem angeht, ist es genauso breit. Und dann könnte man hier dreimal das Screen hier sozusagen vom iPhone hier auf dem Sony sozusagen benutzen. Also das Display in der Größe ist auf jeden Fall dreimal so groß beim Sony wie bei dem Apple iPhone. Aber das ist ja schon ein Fablet oder Tablet und das ist ja noch ein normales Telefon, könnte man sagen. Wobei viele auch schon sagen, das ist zu groß mit 4,0 Zoll, denn 3,5 Zoll beim alten war einfach schöner. So, und mit dem Z1 habe ich es noch gar nicht hier ins Bild gehalten. Dann könnt ihr hier entsprechend mal den Größenvergleich sehen. Das Z1 fühlt sich ein bisschen hochwertiger an, dadurch, dass ein Metallrahmen außenrum ist. Das schaut bei Sony Z Ultra, Xperia Z Ultra nur so aus, aber das ist eher Plastik, habe ich jetzt das Gefühl. Und auf der Rückseite sonst eigentlich ähnliches Design und ähnliche Optik, aber hier haben sie den Blitz nicht vergessen, was ich aus meiner Sicht nicht verstehe, wieso man noch heute Handys baut, die ohne Blitz sind. Vor allem, wenn man so viel Platz hier hat. Naja, auf jeden Fall, das war das Unboxing vom Sony Xperia Z Ultra in Lila. Gibt es in Weiß-Schwarz noch für ungefähr 600 € mit LTE und eigentlich alles, was ihr braucht zu kaufen. Bis auf einen Blitz, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Barış Gal und vergesst nicht zu abonnieren.